Hallo zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute machen wir ein First Impression Video, sozusagen wir probieren etwas zusammen aus. Und zwar diese verrückte Maske, die Carbonate Bubble Clay Mask. Wer auf YouTube oder in den Blogs viel unterwegs ist, hat diese koreanische Maske schon gesehen. Ich habe jetzt geschlagene 3 Wochen auf dieses Produkt gewartet. Ich habe es auf Amazon bestellt, ich kann euch mal den Link unten in der Infobox verlinken. Die hatte 3 Wochen, die ist direkt aus Asien gekommen. Das habe ich zwar zuerst nicht verstanden, von Amazon her hat man das nicht verstanden, dass es aus Asien kommt. Die hat hier sogar ein Originalziegel. Ich denke, dass auf Amazon oder überall werden ja so viele Fake-Produkte verkauft, dass die jetzt so ein Siegel hingetan haben. Man kann das aufkratzen, wisst ihr, wie bei den Löschen, wenn man das Gewinnlöschen losen kann, man das aufrubbeln, dann kommt ein Code an, dann kann man hier unten die Nummer anrufen und die sagen dir dann, ob das original ist oder nicht. Das werde ich jetzt natürlich nicht machen, weil eigentlich, wenn das jemand macht, wo die Creme gefälscht hat, wieso sollte er denn auch nicht die Telefonnummer fälschen? Kommen wir zurück zu unserer Maske. Ich bin so gespannt. Ich habe jetzt gesehen, in der Zwischenzeit haben recht viele YouTuber diese Maske schon ausprobiert. Ich kam problemlos aus dem Zoll in der Schweiz, hat alles gut geklappt. Ich musste nichts bezahlen extra. Die kommt so, ich habe nicht verstanden, wieso hier ein Schweinchen ist mit einer Maske drauf. Das ist ein bisschen komisch. Man könnte fast verstehen, dass hier irgendwie Bacon drin ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber nein. Hier ist ein süßes Häschen und hier steht alles auf Koreanisch. Keine Ahnung, was drin ist, und ich bin so verrückt und schmiere das ins Gesicht, obwohl ich nicht weiß, was da drauf steht. Einfach immer das Einzige, was man versteht, ist eben von der Marke Elisaveca, Milky Piggy und Carbonated Bubble Clay Mask. Ich habe gesehen, die haben verschiedene Masken, das gibt es auch im Set. Die Creme sieht nachher so aus. Die ist schön versiegelt, das muss ich schon aufmachen. Ich habe auch schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin so aufgeregt, weil die macht ja so einen lustigen Effekt. Das ist eine Reinigungsmaske. Ah nein, okay, hier hat es... So, wenn die jetzt nicht versiegelt wäre, hätte ich gedacht, dass die schon benutzt worden wäre. Hier hat es so einen Spachtel, wo man das benutzen kann, um die Creme aufzutragen aufs Gesicht. Oh, das wird eine Schweinerei, das kann ich mir schon vorstellen. Das sieht so aus. Also eine schwierige Angelegenheit. Die hat aber einen tollen Duft. Ich kann nicht nach Creme, nach so Gesichtsmasken, Peelings, also Reinigungsmasken, die riechen so typisch. Probieren wir das mal zusammen aus. Oh mein Gott, das fängt schon an zu oxidieren. Ich muss die Maske schnell zumachen. Oh, verrückt, ich bin jetzt ganz gespannt. So, jetzt mache ich mir zuerst mal meinen Hausfrauen-Dutt. Oder meine, ich bin zu Hause, gerade zurück von der Arbeit. Dutt, Invisible Bubble. Da ist keine Knicke drin. So, ich sehe schlimm aus, das ist egal. So, fangen wir an mit der Maske. Ich bin ganz gespannt. Ich habe jetzt hier meinen Spiegel von BH. Mein Juwelenspiegel. Die Maske muss man, glaube ich, also ich habe jetzt bei den anderen YouTuber gesehen, 10 bis 15 Minuten drauf lassen. Einige sagen, die beißt. Weil da steht ja alles auf Koreanisch drauf. Ich habe keine Ahnung. Maske ist kalt. Gespannt. Oh, es fängt schon an. Oh. Mit diesem Teil komme ich nicht weit. Es ist zwar schön, um die Hände nicht dreckig zu machen, aber ich denke, hier muss man die Hände dreckig machen. Oh mein Gott, es fängt schon an. Nein! Ich will ja noch ein Foto machen. Mit den Händen geht es viel, viel besser. Oh, es kommt mir vor, als würde ich Rasierschaum drauf tun. Oh, es beißt. Also es, wisst ihr, als hättet ihr ein Haar auf dem Gesicht und das nervt. Genau das ist die, das Gefühl. Es kommt sofort, das sieht aus wie, ich sehe auch wie Papa Schlumpf. Seht ihr, das oxidiert auch hier, den ich müsste sofort wieder zumachen. Das beißt! Oh mein Gott, ich werde wahnsinnig. Die Sensation ist so, man möchte sich kratzen, aber man kann nicht. Oh mein Gott, das ist genau das. Oh, so eine Sauerei hier. Glück habe ich. So. Ah, das muss ich jetzt 10 Minuten drauf lassen. Oh mein Gott, ich sehe wie so ein alter Mann. Oh mein Gott, das halte ich nicht aus. Oh, wie spät ist es jetzt? Wo ist mein Handy? Oh mein Gott. Ja, es ist jetzt 10 Uhr. Jetzt muss ich das drauf behalten. Ich denke, ich schaffe das nicht. Das beißt brutal. Also nicht Schmerzen, sondern das, man möchte richtig so... Vielleicht habe ich neu
eine allergische Reaktion. Ja, das wäre auch möglich. Warten wir ab. Jetzt sind 5 Minuten um. Ich halte das nicht mehr aus. Es wird immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, wie lange das noch oxidiert. Ich habe tatsächlich ganz viel Schimmel im Gesicht, genau. Und auch die Lippen. Ich habe sie zu nah aufgetragen. Das wird immer größer. Geht es runter. Und wenn ich so mal... Dann sieht man das aus. Ah, es kommt in den Mund. Wie als wenn man in der Badewanne in dem Schaumbad. Hier habe ich das Auge voll. Eine Schweinerei und es juckt. Ich muss das abmachen. Ich kann nicht 15 Minuten warten. Okay, mein Freund hat mir jetzt hier aufs Bett eine Schüssel mit Wasser gebracht, damit wir das probieren selber, damit wir das probieren zusammen abzuwaschen. Oh mein Gott. Man merkt richtig, wie es prickelt auf der Haut. So. Kennt ihr das? Wie heißen diese Süßigkeiten, die man das Pulver sagen, dass man sich ins Maul reintun kann? Dann macht das so. Tss. Genau das ist es. Oh mein Gott, ich will das nur noch weghaben. Ah. Oh mein Gott, ich hoffe, dass ich nicht ganz rot bin nachher. Okay, es geht sehr schnell weg. Ah, in der Mund nicht. Es tut mir leid, falls ich die Maske irgendwie falsch anwende. Beim Abmachen muss man die vielleicht einmassieren, aber ich kann das. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss hier verrückt sein, dass ich Sachen ins Gesicht schmiere, obwohl ich keine Ahnung habe, was draufsteht. Ah, oh, die Sauerei. Es tut mir leid, ich muss ins Badzimmer gehen, weil sonst habe ich schon ein ganzes Bett nass. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht, hier ist ja ein Schweinchen drauf gezeichnet, weil das für Schweine ist. Nein, ich scherze natürlich, aber man kauft das, wo man keine Ahnung was hat, was draufsteht. Sorry, ich muss schnell weg. Mein ganzes Gesicht brennt, es zieht richtig, es ist ja vor allem die Nase, okay, man sagt, es ist eine Reinigungsmaske, aber ich habe das Gefühl, es würde richtig so, mein Gesicht wurde so ausgesogen, ich habe keine empfindliche Haut. Das Gefühl ist wirklich so, wenn ihr euer Gesicht mit Wash-Lotion reinigt, dass nachher alles so sauber anfühlt, aber viel, viel schlimmer, richtig so aggressiv sauber, vor allem die Nase brennt brutal. Ich habe vielleicht zu viel aufgetragen, weil es ja zu fest geschäumt und jetzt auch mein Lippenstift ist auch weggegangen, ist ja egal, ich gehe jetzt so schlafen. Jetzt habe ich hier überall so rote Flecken, seht ihr das? Ich denke, hier hatte ich vielleicht ein bisschen Pickelchen und das hat das nachher richtig so... Oh mein Gott. Mein Fazit ist, ich habe es jetzt nur einmal getestet, aber ich denke nicht, dass ich sie nochmal benutzen werde, weil das war richtig so eine aggressive Reinigung. Genau, das richtige Wort ist eine aggressive Reinigung, das Gefühl so. Ich habe eigentlich eine normale Haut, einfach hier fettige Haut, aber das war zu stark für meine Haut. Oh mein Gott, ich muss jetzt 10 Tonnen Creme Feuchtigkeit selber drauftragen. Klar, das Gesicht fühlt sich sauber an, aber oh mein Gott, ich weiß nicht, ob man in der Kamera sieht, dass ich ganz rot bin. Oh mein Gott. So, das war mein First Impression Video von mein Testvideo über die Carbonate Bubble Clay Mask. Habt ihr die auch gekauft? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Oh mein Gott, mein Gesicht zieht total. So, jetzt gehe ich mich eincremen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir ein Abo da und sehen wir uns immer wieder. Oder über einen Daumen hoch für das Testen würde ich mich auch freuen. Oder sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Oh mein Gott, falls ich nicht im Spital lande mit einer Allergie, aber ich denke nicht, das zieht einfach brutal. Und vor allem das Schlimme war, das hat so gejuckt, man wollte das abmachen, sofort. Aber ja, nicht brennen, sondern wirklich ein Jucken. Bis zum nächsten Mal, tschüss!